heute Vernichtung des Außenpostens. Die Gegenwart der Separatisten ist nun unverkennbar. Ihre Basis und ihre Nachschubwege müssen vernichtet werden, bevor weitere antiseparatistische Aktivitäten folgen können. Die Deltas sind nun auf dem Weg zu ihrem nächsten wichtigen Ziel. Ja, letzte Folge, die schon ein bisschen her ist mittlerweile, haben wir Tafu gerettet und dabei festgestellt, dass die Separatisten auf jeden Fall am Start sind. Unter anderem General Grievous und seine Leibgarde. Dann haben wir Tafu rausgeboxt und ja, jetzt sollen wir hier den Außenposten vernichten. Volle Deckung! Dann wollen wir doch mal. Jemand muss sie erschreckt haben. Kalushane, eine Patrouille. Neutralisiert sie. Sammler-Droiden. Oh Gott, diese Sammler-Droiden sind der letzte Scheiß einfach. Noch einen erwischt. Panzerboot, Tafu neutralisiert. 3-8 hat ins Schwarze getroffen. Ich habe zwischen ein bisschen Pause gemacht und zwar lag das daran, dass ich mit relativ großer Begeisterung die letzte oder aktuelle Diablo-Season gespielt habe. Ich würde sagen, das sind Trando-Defensivsysteme wie aus dem Lehrbuch. Oh mein Gott. Entweder das oder die Wookies sind unter die Gärtner gegangen. Verdammt, eine Mine! Die Trandos haben hier ein Lager aufgeschlagen. Verstanden, machen Sie weiter. Ich lade nach. Nehmen Sie den Sequenzer mit. Ja, Sir. So, Scotch, soll das mal schön diffusen. Nehmen Sie den Sequenzer mit. Deckung! Oh mein Gott. Puh. Da ist mir schon daneben geschossen. Oh Gott. Brauche ein Meteck. Sklavenhändler. Erledigt sie. Scorch wurde getroffen. Bin unterwegs zu 6-2. Haben die gerade ihr eigenes Minenfeld gesprengt? Ich glaube schon. Wir sind wieder reingelaufen. Trando erledigt. Und nachladen. Diese Blumenkanate macht mich kurz ein bisschen fertig. Kümmert sich bitte jemand um ihn. Ich kümmere mich um Delta 6-2. Die Mine alle hochgegangen? Ja. Sehr gut. Achtung, seid ein Mann. Dort ist zurück und einsatzbereit. Achtung, Granate! Sie eliminieren. War mir ein Vergnügen. Seit wann können Trandoshana fliegen? Okay, die haben jetzt Jetpacks dabei. Heilen Sie sich, Delta. Ja, Sir. Was mit ein paar Granaten mit mir? Großartiger Schuss, Delta 3er. Sowieso. Yeah. Nur großartige Schüsse. Yeah. Nee, also wir haben wirklich schön 2 Wochen lang Diablo 3 gesuchtet, die aktuelle Season. Und ja, jetzt würde ich aber gerne mal dieses Projekt hier zu Ende bringen. Positionieren Sie sich hier, Delta. Bin unterwegs. Schützengräben. Die Trandoshane haben sich eingegraben. Gar nicht gut. Oh Gott. Droiden, was nicht machen gut. Die denn hier? Position. Alles klar, Sir. Wir schicken die Abschluss. Droideneinheit. Guter Wurf, 3-8. Dann nehme ich lieber meine normalen Waffen. Dann kleben wir hier mal die Trenches. Das ist ganz gut mit den Gräben hier. Ich gucke gerade momentan eine YouTube-Serie The Great War. Da geht es darum, dass pro Woche ein Verbruch geladen wird, die eben Woche für Woche den ersten Weltkrieg begleitet. Kann man sich durchaus mal geben. Wir sind jetzt irgendwie im zweiten Jahr. Also 2014 hat er angefangen. Da ist hier noch was da. Okay, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt hier, glaube ich. Hier oben ist noch irgendwo her. Scorch. Muss nachladen. Okay, passt. Fixer mitkommen. Und geschafft, Delta. Droide terminiert. Und noch einer. Also, die Separatisten können ihre Anwesenheit nicht mehr verleugnen, denke ich. Von hier haben wir freies Schussfeld. Ja, Sir. Au. Achtung, ein Raketenwerfer. Wenn nicht, wenn wir ihn ausschalten könnten. Föderationsbord. Hallo? Los an das Geschütz. Kümmere mich um das Geschütz, Sir. Berserker. Boah, hat es einer von meinen Leuten, der den Tomalitron getroffen hat, oder?
Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Ziele eliminiert. Geschütz aktiviert, Delta. Ich glaube, das brauchen wir tatsächlich aber auch nicht mehr als Geschütz. Gehen wir weiter. Jawohl, Sir. Kommt nämlich keiner mehr. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Frische Munition. So ja, nun nicht hier. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Scorch, machen Sie scharf. Kommen Sie doch hinter mir über die Mauer gesprungen. Die Defensivsysteme der Trandos neutralisiert. Gute Arbeit, Delta. Gehen Sie rein und finden Sie raus, wofür Sie das Lager nutzen. Ja, wenn das Sklavenhändler sind, dann wahrscheinlich Wookies zu fangen und zu verkaufen. Scharf, Achtung, Granate. Wieder einer weniger. Schön. Mitten ins Herz, der zweite Teil der Mission. Es ist wie ein Trandolager, aber es wird von Droiden bewacht. Setzen Sie die Erkundung des Lagers fort. Erstmal schießen. Hier wimmelt es von Droiden. Man hätte das doch irgendwie leise machen können, aber... Los, los! Söldner, Jungs, singeln uns. Das sind Vorratskisten der Separatisten. Das ist korrekt. Wir machen sie alle, Delta-Team. Oh, da hinten ist einer. Oh mein Gott, sag mir doch einer, dass da ein Raket mehr für uns. Das braucht meine Zeit. Der zeigt noch mehr Feinde in ihrem Vektor an. Bereiten Sie sich auf einen Kampf vor. Bring den Platzier 3-8. 6-2 ist bei 7. Keine Sorge, bin gleich wieder da. Alles erledigt. 6-2 unterstützt 7. Mal wieder. Von hier kriegen wir sie. Hier 6-2. Zum einen werden Raketwerfer bitte nehmen. Das wäre auf jeden Fall besser und einfacher dann für alle Beteiligten. Los jetzt. Schütze, Achtung, Granate. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Bin schon unterwegs, Sir. Oh Gott, das klingt nach Druidikas. Oh mein Gott. Also ich hab das Geschütz da oben. Verdammt, Sie haben SKD reingeradert. Sie, Bagdad, jetzt. Hole Bagdad. Wir können gerne SKDs anfordern, aber solange ich dieses Geschütz habe, sollte es kein Problem sein. Steht. Gehen wir weiter. Ziele neutralisiert, Boss. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Hole Bagdad. Einmal voll heilen. Hier hätte ich auch einen Springsitz platzieren können. Sind wieder fit. Sehr gut. Genehmigen Sie sich etwas Bagdad. Hole Bagdad. Sieben soll sich auch mal heilen. Gut, dass ich das Geschütz nicht gesprengt habe, das wäre nämlich, glaube ich, auch gegangen hier. 07 ist kampfbereit. Das wäre sehr bitter geworden dann. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Was ist noch dahinter ist, das gucken wir uns auch mal an. Gebt mir Feuerschutz. Wenn so ein Spiel nochmal geben würde, mit einer etwas größeren, ja nicht Open World, aber so multiple Wege zum gleichen Ziel oder so, das wäre schon ziemlich cool in modern irgendwie. Ein Wookie-Raketenwerfer. Dieses Ding ist doppelt so groß wie ich, damit muss ich vorsichtig sein. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Was wir damit erschenken. Lade nach. Sie ein Droidenträger. Volltreffer. Großartig. Deckung! Sprengen. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Brauche Deckung, Team. Danke, Sir. Guter Schuss. Mache, springt scharf. Die, ich hier schon wieder. Das war echt mal, ey. Deckung, Deltas. Noch mehr Vorräte der Separatisten. Einer ist eine Anomalie, zwei sind ein Trend. Regel 89, Boss. Sir, ich glaube, wir sind hier auf ein Vorratslager der Separatisten gestoßen. 6-2 muss nachladen. Sie nutzen es vermutlich als Sammelpunkt für Ihren Angriff auf Kashyyyk. Verstanden, Dreier. Ich werde sofort genauere Scans des Gebiets veranlassen. Stören Sie einstweilen mit allen Mitteln Ihrer Aktivitäten.
Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. 4-0 bereitet Sprengsatz vor. Ich brauche Deckung. Bin so gut wie neu, Sir. Brauche Deckung. Nur noch ein paar Sekunden. Ich erwarte eine zündende Jetzt Lösung. Jetzt mal alles hier umstrukturieren. Gott, mache sie scharf. Das braucht eine Zeit. Deckung, Delta. Sprengsätze sind scharf. Sprengsätze scharf. Zurück, Deltas. Ich liebe dieses Geräusch. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagda, Delta. Roger, hole Bagda. Achtung, Granate. Geräusch. Ärger von Baumkommandos. 4-0 wieder auf 100%. Muss nachladen. Oh mein Gott, wir schießen hier einfach so mit Granaten um sich. Bagda-Prozedur einleiten, Delta. Bin unterwegs, Teamleader. Achtung! Mal gucken, es soll ja auch einen. Erledigen Sie den Kerl im Turm. HD-Remake von Dark Forces geben. Vielleicht gucke ich da auch mal rein, wenn es ein bisschen weiter vorwärts geschnitten ist. Ein weiteres Opfer für unsere Sache. Das wird wohl der Kerl im Turm sein. Den ich eiskalt nicht getroffen habe. 4-0 lädt nach. Also Scheinwerfer mal kaputt machen? Ja. Vorsicht, das Minenfeld ist scharf. Leiten Sie die Sprengung ein, Dexter. Der Droide da oben kontrolliert das Minenfeld. Also dann gehen wir doch mal erstmal da vorne rein und machen die Droiden weg. Fast fertig, Sir. Geh in Deckung. Die Bombe ist scharf. Zurück, Delta. Die Minen wurden deaktiviert. Irgendjemand muss sie wieder aktivieren. Mal sehen, ob wir unsere Freunde überraschen können. Ich arbeite daran. Au, oh, du schießt doch nicht. Das Minenfeld ist aktiv. Dumme Droiden. Ist hier noch was? Ne. Aber das hat auf jeden Fall die Droidikas besiegt. Ja. Hier wurde ganz gut aufgeräumt dadurch. Abschuss bestätigt. Fixer. Bewegung! Das hat sich gegentreten. Das ist ein Trando-Landungsschiff. Sie holen sich Verstärkung. Landeplatz zerstören. Okay. Leitner, stellt sich ein. Ich liebe meinen Job. Extra am Boden. Ein weiteres Opfer für unsere Sache. Hätte ich auch nicht besser gekonnt, Sir. Ich spring hier mal den Shit und ihr beschützt mich einfach, Jungs. Deckung, Deltas. So, so viel zu diesem Landungsschutz. Der Stützpunkt hat noch eine Ebene. Na, gucken wir mal. Laut unserer Scans nähern sich noch mehr Schiffe. Es muss noch einen Landeplatz geben. Machen Sie den Stützpunkt dicht, endgültig. Achtung, wir schicken Sie jetzt Unterstützung. Räumen Sie haben gehört, vernichten Sie die Basis. Ja. Hier ist ein sauberer Treffer. Ja. Exe vernichtet. Also gerade ich hatte die Shotgun, ich hätte jetzt fast hier jemand um mich geschossen, das wäre ganz schief gegangen. Gleich habe ich's. Scheint tot zu sein. Das will ich hoffen. Zurück, Deltas. Gute Arbeit, Deltas. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda, Soldat. Ich dachte, Sie würden nicht schaffen. Dann räumen wir jetzt mal die untere Ebene auf. Befehl widerrufen, Delta. 6-2 beendet, Bagda. Wie Scotch sich da einfach vorgedrängelt hat, ohne meinen Befehl. What the fuck? Heilen Sie sich, Delta. Roger, hole Bagda. Fühle mich schon besser. Sehr gut, alles fit. Blechbüchsen. Das hier ist mehr als nur eine Vorratsbasis der Trandos. Frische Munition. Die Separatisten sind hier garantiert involviert. Aua, aua, aua. Kampfdruiden tun wir. Etwas Bagda brauchen, Sir. Durchhalten, Deltas. Feuer darf ich nicht. Schießt denn da so krass, ey. 3-8 am Boden. Weg, abschau. Laut Protokoll muss ich jetzt die Feinde neutralisieren, bevor ich den Helfer kann.
Haben das denn die Granaten oder Raketen geschossen? Keine Ahnung. Städte da. Ob ich das mit dem Sniper hinbekomme. Mädchen, sie eliminieren. Was für ein Superkampfvideo ist das gewesen? Volltreffer. Lass mal kurz meine Leute wiederbeleben, ne? Jungs, wenn wir uns kurz endlich heilen können, wäre das super. Hätte ich vorher irgendwie noch nicht gesehen, dass sie das machen. Heilen Sie sich, Delta. Roger, hole Bakter. Na, hier ist wieder ein Geschütz. Vorsicht vor dem Geschütz, Delta. 6-2 hat was abgekriegt. Das hat geholfen. Unterstütze 07. Das war eine ganz schön scheiß Stelle hier. Holy fuck. Gut, dass die Spockter-Ding hier war. Sie, Bakter, jetzt! Hole Bakter! Zerstören Sie den Raketenwerfer! Noch ein Raketenwerfer! Ganz noch toll! Einer. Ich weiß gegen. Der Söldner trifft ja nicht mal die Breitseite eines Angriffsschiffs. Zielbereich in Sicht! Manöver abbrechen, Delta! Heilen Sie sich, Delta! Ja, Sir, vielen Dank, Sir! Der ist erledigt. Ich gebe Ihnen Deckung. 4-0 ist abgeschützt. Egal, wer den Bakterspender hier gelassen hat, er hat einen Ort gelegt. Es geht doch nichts über eine kleine Dschungeljagd. Sich im Gebüsch verstecken, einen Plasmablitz durch den Schädel eines Gegners jagen. Da fühle ich mich lebendig. Okay, jetzt macht mir 07 Angst. So ein bisschen, dass mein Mate mich dann mit dem Geschütz irgendwann trifft. Keine Munition mehr, Sir. Viel besser. Okay, vorrücken. Berater, ich glaube, die Separatisten nehmen die Basis als Ausgangspunkt für ihren Angriff auf die Wookies. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Ich alarmiere die Zentrale. Muss nachladen. Brauche Deckung, Team. Ziel eliminiert. Oh mein Gott, laufen halt in den Schuss. Ich bin angeschlagen. Superkampfdroiden. Wir machen sie alle, Delta-Team. Volle Konzentration, Delta. In Deckung. Bring Delta Platzier 3 an. Guter Schuss, ja. Angriffsformation einnehmen. Roger. Geht's down? Perfekte Abschusskommando. Ziel eliminiert. Ich habe das Gefühl, dass die Superkampfdroiden Leute das gelernt haben mit den Raketen und so. Das sind die. Ich hab's nicht in Erinnerung, dass sie schon mal gemacht hätten vorher. Durchhalten, Sieben. War mir ein Vergnügen. Holy fuck. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Deltas. Sprengung stoppen, Delta. Roger, breche Sprengung ab. Sprengstoff ist selber nicht mehr. Scorch, mache sie scharf. Brauche Deckung. Da oben scheint aber der Rest des Lagers zu sein. Ah. Das ist wieder so ein Landungsschiff. Sprengsatz. Achtung, Granate. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Vorsicht, alles Gute kommt von oben. Verstärkung. Fast nah dran, glaube ich. Gegner beseitigt. Heilen Sie sich, Delta. Ja, Sir. Vielen Dank. Back daneben. Bevor wir weiter vorrücken. Jetzt geht hier gar nichts. Tut das gut. Gönnen Sie sich ein bisschen Bakter, Delta. Ja, Sir, bin unterwegs. So. Dann haben wir uns erstmal alle voll. Das war bitter nötig. Gönnen Sie sich ein bisschen Bakter, Delta. Bin unterwegs. Fühl mich schon besser.
Delta, Tür öffnen, los. Ich mache jetzt weiter. Ja, wir sprengen die Tür mal auf. Platziere Sprengsatz. Gesichert. Aufpassen. Drei Achter, der Schwarze getroffen. Droide terminiert. Treffer bestätigt. Ausgezeichnet. Was ist das da für ein Ding? Ich habe einen Spinnendroiden. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Er ist langsamer als ein gunganisches Faultier. Sir, vielleicht können wir die Kiste auf den Spinnendroiden fallen lassen. Gute Idee, Fixer. Finden Sie die Kransteuerung. Die Kransteuerung ist in der Nähe dieser Kisten, Sir. Den Teamleader hat's erwischt. Ich brauche Hilfe, Kommandos. Sir, ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich bin beschäftigt. Ja, ist in Ordnung. Hack du mal die Kransteuerung. Teamleader neutralisiert. Okay. Okay, das hat funktioniert auf jeden Fall. Dem Kran, glaube ich. Soll das ein Witz sein? Droidenträger, zerstört sie! Halt die Droiden gerichtet! Ja, sehr schön. Unser Dropship ist da. Jawohl. Das ist ein Taxi. Deltas, verschwinden wir hier. Nice. Wir fliegen nicht weit, Delta. Die Separatisten wollen sich auf Kashyyyk einnisten und genau das sollen wir verhindern. Machen wir. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wird diesmal wieder nicht ganz so lange dauern wie beim letzten Mal mit der Pause. Und dann sehen wir uns bei der Brücke von Kashiro wieder.